Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkey. Ist das die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 3.6.2021? Und unser DAX hat zwar einen wunderschönen, starken Juni-Auftakt hingelegt, hat aber jetzt erstmal den Weg in die Boxengasse gesucht. Also da ging nicht so wirklich viel. Da hat er sich eher oben wie unten ein bisschen auf die Seite getreten und wir sehen schon hier alleine auch im Ausschlag, steht der Tag in keinem Verhältnis mit dem, was wir die letzten Tage gehabt haben. Das ist schon von der Schwankungsbreite deutlich geringer. Es ist ein kleiner, man könnte sagen, ein kleines Dreieck. Sieht von hier zumindest so aus auf der Zeiteinheit. Und damit brauchen wir eigentlich gar nicht viel für die neue Analyse oder für den Donnerstag mitnehmen, außer dass wir sagen können, dass dieses Zögerliche, dieses Ausbremsen der Abwärtsbewegung vom abverkauften Allzeithoch eher bullig zu werten ist, ne? Es ist einfach so. Nicht, weil ich das jetzt gerade so finde oder weil das so ist, sondern der Markt ist dynamisch nach oben gestiegen und ist dann wieder eingedreht und wird gekauft. Ah, wird nicht weitergeschoben. Die Leute kaufen auf dem Niveau den Markt, weil sie glauben, dass sie ihn höher kriegen. Und das sehen wir im Chart einfach halt, ne? Und wir sehen, dass sie eben schon auf dem Niveau kaufen und nicht hier unten und nicht hier, ne? Weil sie glauben, dass der Markt einfach hier jetzt weiter steigt und die Trendfortsetzung geht, ne? Das ist die Charttechnik dahinter. Und die sagt uns, in dem Moment haben die Käufer hier mehr Interesse als die Verkäufer. Verkäufer haben nur das neue Allzeithoch abverkaufen, wollten sich erstmal zurückverhalten. Im kurzfristigen Bild gibt das aber nochmal nach oben Luft. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wir kennen nun alle die Freitage der letzten Monate. Wenn er jetzt zum Donnerstag hier nichts gebraten kriegt, dann weiß ich schon, bis wohin der Freitag geht. Dann geht er nochmal oben an die Linie dran. Grundsätzlich bleibt es dabei, was wir gestern erzählt haben, dass das Muster an sich, diese Verkeilung, dass die durchaus nach unten dynamisch lösen kann, aber sie brauchen einen Impuls, sie brauchen einen Impulsgeber und das ist kein Impuls. Das ist kein Impuls. Also da braucht es lange rote Kerzen, um eine solche Bewegung aufzulösen. Und da hatten wir, glaube ich, gestern darüber gesprochen, dass er unter das Vortagestief nochmal drunter soll. Ne? Und dann, wenn er wirklich Druck runterbringt, unter die 5,10 und so weiter, hat man gesagt, dass er bestimmt in die 4,30, 4,400 reingeht. Aber er hat ja nichts davon initialisiert halt. Ne? Also da ist kein Impuls gekommen. Der Donnerstag jetzt ist natürlich als Impulsgeber auch so eine Sache. Weil Donnerstage, die letzten Donnerstage, wenn man das mal so zusammenfasst, wie sind die gelaufen? Wie sind die abgelaufen? Die haben nach oben gestochen, dann sind sie richtig nach unten gerannt, wo alle dachten, boah, jetzt fällt es aber weit. Und dann kam eine riesen, 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 riesen Konterbewegung, die dann meist den ganzen Freitag noch nach oben durchgerannt ist. Na, also so in dem Dreh rum, wir machen Donnerstag jetzt früh oben mal bisschen Terz, 6,35 nochmal vielleicht, dann hauen wir komplett runter bis, keine Ahnung, 5,10. Um von 5,10 dann bis komplett hoch zu rennen, ne? Also vielleicht in die 700 rein. Und das wäre ein Donnerstag nach Systematik der letzten Wochen. Ja, also auf sowas sollte man sich einstellen, sollte man ein bisschen aufpassen. Interessant wird's, wenn er zuerst unten versucht auszubrechen, dann versucht oben auszubrechen und dann nochmal nach unten kommt. Ich glaube, dann hat er eine Chance, dann hat er ein Fenster auch wirklich richtig Dreck unten zu machen, also sich hier ein bisschen weh zu tun. Und tiefer zu gehen in den Bereich 430, 400 und tiefer dann gegebenenfalls auch. Aber da muss er sich viel Mühe geben, weil der Mittwoch hat ihm jetzt voll die Fahrt aus der Abwärtsbewegung genommen. Das ist einfach so. Der hätte straight nach unten durchgehen müssen, um Schwäche zu zeigen. Damit hat er keine Schwäche gezeigt. Mit dem Abfang vom Mittwoch hat er eigentlich nur gezeigt, dass rundherum nicht viel Druck da ist. Dass die Verkäufer sich zurückhalten, weil sie glauben, dass sie noch höher verkaufen können. Na, und deswegen, also das zeigt uns, dass die Verkäufer ja keinen Stress haben, weil sie glauben, dass sie noch einen besseren Preis für ihre Verkaufsposition kriegen, die sie abstoßen wollen. Und das muss erst, da muss erst ein Blub kommen halt, ne? So eine dynamische, dann kriegen die auch Stress hier, dann drücken die den Markt auch richtig unten, ne? Auch die Käufer, die sich dann vielleicht drehen, aber so wird keiner unter Druck gesetzt. Ne, da war der Mittwoch nicht gut. Ansonsten, vielen Dank auch für Genesungswünsche, es klingt schlimmer als es ist, muss ich sagen. Mein Frauchen hat mir gesagt, es ist bei Husten so, dass sie abends kurz vorm Bett gehen, das meistens immer am schlimmsten ist. Es ist auch tatsächlich so, den ganzen Tag geht es mir wunderbar hier. Bei uns ist ja bestes Wetter, das ist nicht wie in Deutschland. Hier ist jeden Tag 25, 26, 27 Grad, blauer Himmel, alles schön.
Aber abends kommt immer mal so ein bisschen Husten natürlich genau. In dem Moment, wo ich ins Bett gehen will, in dem Moment, kurz bevor ich das Video einspreche. Oder wo ich das Video einspreche halt. Ne? Also klingt schlimmer als es ist. Danke dennoch für die Genesungswünsche. Denke, das geht die nächsten Tage dann auch wieder weg. Ansonsten bleibt mir hier nicht mehr viel zu sagen. Wir haben drüber gesprochen. Das heißt, ein bisschen aufpassen. Fehlsignal für den Donnerstag natürlich nun. Das ist eine Vorlage schlechthin. Das ist eine Vorlage schlechthin, Fehlsignale zu setzen, oben und unten. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht ins Boxhorn treiben lässt. Also das sehe ich ihm jetzt eigentlich fast typisch, oben und unten ein bisschen zu tricksen. Es ist einfach so, oben begrenzt uns die 600, 6 bis 630. Unten ist es ja schon viel, viel, viel tiefer. Mittlerweile ist es schon oberhalb von 560. Ja, vielleicht so die 560. Ne, oberhalb von 550 wollte ich sagen, 560. Das heißt, so zwischen 600 und 560 liegen im Grunde Trigger. Ich glaube, er reißt oben mal drüber, dann reißt er unten drunter und dann schlägt er oben raus. Und wenn er dann im Zweitanlauf über die 600 wirklich hart mit Stundenschluss rausgeht, dann sind 670 erreichbar, dann sind mehr erreichbar, dann sind bis 780 erreichbar. Nochmal die Trendlinie hier oben, die liegt im Donnerstag um 720 rum, 715 rum. Ja, also wenn er das so rum macht, macht das andersrum, macht er erst unten unter die 550 drunter, dann oben drüber über die 600 und dann wieder zurück, dann glaube ich, kann er tief gehen, dann, so, dann würde ich einen Gap Close einplanen. Hier 430 bis 400, kleine Zwischenstation an der, kleine Zwischenposition an der 500, ne, aber wenn ihr das seht, er bricht unten aus und hackt dann von hier oben eine harte rote Stundenkerze, kann man eigentlich schon hier in den Bereich Short gehen. Und eben auf die unteren Ziele ziehen. Ne? Guckt ein bisschen auf die Stundenkerzen, das ist zum Donnerstag immer ganz hilfreich. Aber es muss halt auch ein bisschen Bewegung reinkommen. Also, wenn er das macht, wie am Mittwoch jetzt hier, das ist schon dolle zusammengefaltet, passt aber auch nicht so richtig in die, in den. Also, man sieht es nicht an den anderen Tagen hier halt. Ne? So wenig hat er sonst nicht gemacht. Weiß nicht, was er hier hat versucht zu sortieren. Vielleicht wollte auch die Leute ein bisschen veräppeln, ein bisschen prellen. Viele gehen dann mehr Risiko, ne, wenn es so kleine Bewegungen sind. Erhöhen die Positionsgröße, erhöhen den Hebel, lassen aber Stop-Loss und so weiter gleich. Und plötzlich kommen dann die langen, langen, langen Schläge. Da muss man ein bisschen aufpassen halt. Ne? Also kann auch einfach eine Falle gewesen sein, dass so wenig Bewegung ist. Ne? Da bin ich es passt zumindest nicht so ganz ins Bild. Ne? Auch wenn die letzten Tage ruhig waren, aber. Der Mittwoch war zu ruhig. Kann auch die Ruhe vorm Sturm gewesen sein für den Donnerstag jetzt. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Ich wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und habt mir ein bisschen die 600 im Blick und die 550 unten. Das sind die Trigger. Oben wie unten raus. Rechnet ein Fehlsignal mit ein und danach, wenn er auf der Gegenseite rumgetanzt hat, dann kann man da ein bisschen ein paar Punkte holen. Ja, mehr kann ich euch nicht mitgeben. Bis dahin, bis morgen. Viel Erfolg. Tschö.